schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Video von mir. Wie ihr ja eh schon im Titel erkennen konntet, gibt es heute einen Action Haul. Ich zeige euch, was ich alles mitgenommen habe. Die Preise werde ich wie immer hier oben einblenden und los geht's mit dem Video. Fangen wir gleich hiermit an und es ist ein... Genau, eine Thermoflasche, wo man das Wasser einfüllt und auch warm hält. Und ich habe es eher gedacht für die Kleine, wenn sie mal Bauchschmerzen hat oder einfach nur, wenn ihr kalt ist etc. Und ja, das Design hat mich schon mal sehr angesprochen. Es durfte hier in rosa mit. Ich packe es gleich mal aus. Sieht irgendwie aus wie ein Alpaka oder ein... Keine Ahnung. Ja, hier hinten zum Öffnen. Und dann kann man hier das warme Wasser einfüllen. Und ja, darf auf jeden Fall nicht wärmer sein als 40 Grad. Und... ja, einfach zum Warmhalten, jetzt zur kalten Jahreszeit einfach perfekt und ja, das Design ist auch wunderschön. Ich glaube, hauptsächlich deswegen habe ich auch dazu gegriffen. Dann geht's weiter mit ein paar Bastelmaterialien für die Kleine, für meine Tochter, denn wir haben so etwas eher minimal zu Hause und... sprich, wir haben nur ein paar bunte Blätter, das war's. Aber ja, sie wird einfach älter und dann möchte man mit ihnen etwas basteln und es ist nicht das da. Und ja, irgendwie sind wir vor der Weihnachtszeit schon angestanden. Da wollten wir einfach nur einen Weihnachtsmann basteln und das ist dann ein bisschen in die Hose gegangen, denn der Weihnachtsmann hatte dann eine pinke Weihnachtsmütze auf, aber ja... es ist ja nicht so tragisch, aber ich habe mir jetzt gedacht, bei Action kann man sowas ziemlich günstig kaufen und deswegen durfte jetzt einmal hier dieses Krepppapier mit und ja, eigentlich eine große Menge, finde ich. 8x45x200 und in sehr schönen Farben und ich glaube, das kann man wirklich immer für irgendetwas zum Basteln verwenden. In den Farben Gelb, Orange, Rot, Pink, Lila, Grün, Blau, Petrol, Weiß und Grün. Dann habe ich bei den Aktionssachen gefunden eine Party-Pack-Box mit Tuchmasken. Und zwar sind hier im Gesamten 4 Stück an Tuchmasken drinnen. Einmal Ready to Glow, dann Prep and Prime, Plump and Fill und The Day After. Ist auf jeden Fall made in Korea und ich habe schon oft gehört, dass die Masken von Korea sehr gut sein sollen. Und eigentlich blöd, dass ich mir nicht eine zweite Packung mitgenommen habe. Ja, wollte es jetzt einfach mal testen und vielleicht gibt es die ja dann beim nächsten Mal nochmal. Und dann werde ich mir sie vielleicht dann wieder nachkaufen, je nachdem wie die dann so sind. Weiter geht's dann ganz unspektakulär mit Lampen. Und zwar diese 6 Watt 600 Lumen LED energieeffizient. Ja. Auf die greift mein Freund immer und die sind wahrscheinlich auch ziemlich gut, denn da kauft er immer wieder mal ein paar Stück nach, einfach auch auf Vorrat und also denke ich, dass die auch ganz gut sind. Dann hat er sich hier noch Fäustlinge geholt, ja, in Größe LXL, Thermolade Handschuhe, die sind auch innen ein bisschen, ja, die sind innen gefüttert. Fühlt sich sehr angenehm an und sehr weich. Vom Material her auf jeden Fall qualitativ ganz gut und ja, die hat sich auch mein Freund mitgenommen. Dann war noch bei den Aktionen diese Serviertabletts
vorhanden. Ich finde es eigentlich ganz toll, dass man, ja, irgendwie packe ich immer alles auf Teller, auf unsere ganz normale Speiseteller. Wenn es um Kekse geht, auch wenn ich Wurst, Käse fürs Abendessen vorbereite, wenn man Gäste hat, dann ist das doch immer irgendwie schöner, finde ich, wenn man dann so etwas zu Hause hat. Und ja, deswegen durften hier zwei Stück mit, waren auch sehr günstig, deswegen, ja, denke ich, kann man da nicht viel falsch machen. Dann waren sie dieses Mal endlich wieder da, und zwar spreche ich von meiner Sucht, die Rotolinos. Und irgendjemand hat mir letztens geschrieben, dass da Alkohol drinnen ist. Und da muss ich jetzt gleich mal nachsehen. Soja, Milch, was? Alkohol! Okay, also vorsichtig, bei diesen Dingern hier ist Alkohol drinnen. Habe nämlich beim letzten Mal diese Umverpackung schon weggegeben und eigentlich nicht mehr nachsehen können, ob wirklich Alkohol drinnen ist. Und ja, es stimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass man einen Alkohol rausschmeckt, aber nur auch zur Info für euch, hier ist Alkohol drinnen. Ja, vielleicht schaust auch genau du gerade zu. Danke fürs Aufmerksam machen. Ja, Rotolinos, Alkohol. Tja, und weil ich mit meiner Kleinen wirklich sehr viel zur Weihnachtszeit gebastelt habe, habe ich noch ein bisschen etwas nachgeholt, und zwar dieses Bastelpapier in verschiedenen Farben. Und ja, A4, 250 mal farbiges Papier. Dann gab es bei Action auch Thermo-Unterwäsche. Und zwar für Kinder. Und da durfte auch etwas mit. Und zwar einmal hier ein T-Shirt, also ein Thermo-Shirt in der Größe 104-110. Die Kleine trägt gerade Größe 104-110. Hoffe, das passt ihr dann auch. Ich werde es jetzt auch gleich mal auspacken. Einfach mal, um zu sehen, wie das Material so ist. Die gab es auf jeden Fall in Weiß und in Schwarz, und ich habe sie einfach jetzt in Schwarz mitgenommen. Und ja, hat auch so diese Skiunterwäsche, dieses Material. So ist das jetzt auch, fühlt sich sehr gut an. Auch eher hochwertig, finde ich. Zum Rausgehen in den Schnee einfach perfekt. Und ja, natürlich habe ich auch eine Thermopants mitgenommen. Die werde ich jetzt auch noch gleich öffnen. Größe 104-110. Und sieht aus wie eine Legging. Hoffe, das hält sie dann warm. Weiter geht's dann mit Stiften, und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ausreichend ist. Nur leider gehen die Filzstifte bzw. Buntstifte, nein, Filzstifte. Ja, die Filzstifte meiner Tochter, die neigen sich einfach dem Ende zu, und ich habe jetzt mal zu denen hier gegriffen. War mir aber jetzt doch ein bisschen unsicher, denn es sind so 6 Highlighter with Liquid Ink, also wie Textmarker, so diese leuchtenden Farben, und sie hat sich recht gefreut, als ich die in den Wagen gepackt habe. Dennoch war ich mir unsicher, ob das jetzt ausreichend ist, denn sie malt auch sehr gerne schwarz und braun und diese ganz normalen Farben und nicht diese leuchtenden. Jetzt habe ich mir aber doch gedacht, ich nehme diese mal mit, und wenn wir wirklich noch andere benötigen, dann hole ich halt dann beim nächsten Einkauf auch die stinknormalen. Natürlich war ich auch in der Beauty-Abteilung, klar. Und ich hätte eigentlich etwas gesucht. Und zwar diese Lippenmasken. Die sind einfach nicht mehr da. Die waren nämlich, glaube ich, beim letzten Mal schon nicht mehr da und dieses Mal wieder nicht. Und es waren auch sonst keine Lippenmasken da. Und in unseren DM, auch in unseren Müller, gibt's nicht gerade vieles an Lippenmasken. Ja.
ich hoffe, da kommt wieder irgendwann mal was nach. Und trotzdem habe ich etwas mitgenommen. Und zwar diese Foundation von Max & More. Und ja, ihr schreibt mir immer wieder mal, ich soll unbedingt ein Video machen, nur mit Action-Make-up, also ein Full-Face mit Action-Produkte. Und ihr habt Glück, denn ich habe ja einen Adventskalender gehabt vom Action, einen Make-up-Adventskalender, den ich bekommen habe von meinem Freund. Und da ist einiges zusammengekommen und eine Foundation fehlte mir jetzt noch. Und ich glaube, dann bekomme ich so halbwegs ein Full-Face-Action-Make-up hin. Vielleicht nicht ganz, aber zumindest fast. Und deswegen durfte die hier mit. Ist auf jeden Fall in der Farbbezeichnung 120 Honey Beige. Hoffe, das passt von der Farbe her, denn die anderen waren alle noch viel dunkler. Und ich glaube, nicht mehr passend für mich, vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit, wo mein Hautton eh immer ein bisschen heller ist. Und ja, also ich habe es vor auf jeden Fall, dass ich mal dieses Full Face of Action Make-up mache. Dann habe ich hier Kochlöffel und Spatel. Spatel steht hier drauf. Aus Holz mitgenommen. Und ja, für die Küche. Denn wie ihr ja wisst, ich bin bei den Küchenprodukten ein bisschen vorsichtiger geworden, was Plastik betrifft. Natürlich kann man nicht komplett verzichten, das weiß ich und das möchte ich auch gar nicht, aber bei gewissen Dingen will ich wirklich einfach umsteigen. Ich bin jetzt nicht der großartige Fan von Holzlöffeln, aber ja gut. Vielleicht tue ich ja trotzdem uns etwas Gutes damit, zumindest hoffe ich das und deswegen durften hier zweimal Küchenhilfen mit für die Küche. Dann habe ich hier so ein nachtleuchtender Party-Pack gefunden. Und zwar das hier. Sind diese Leuchtstäbe, die man knickt und dann gibt es da Ringe, Armbänder, Halsketten, Anhänger. Ich glaube, die Dinger kennt eh jeder. Und die habe ich auch mitgenommen. Und da mir diese Farben so zugesagt haben, habe ich auch dieses Bastelpapier mitgenommen. Und zwar in diesen Farben, was den Frühling betrifft. Vielleicht auch schon für Ostern. Genau, dass wir da auch ein paar tolle Sachen basteln können. Und tada! Einmal habe ich mir eine Packung Fudge mitgenommen. Danke an dich, liebe Frühlingsrolina, dass du mich angefixt hast. Und ja, endlich habe ich sie auch mal erwischt, diese Fudge. Gibt es eigentlich normal in dieser Vanille-Variante. Mir hat aber das mit Karamell doch mehr zugesagt, denn ich bin eigentlich nicht so der Vanille-Typ. Karamell ja, sofort. Vanille eher nicht. Und ja, ich habe die Dinger noch nie probiert und deswegen muss ich jetzt sofort diese Packung aufreißen und sie probieren. Denn die liebe Alina vom Kanal Frühlingsrolina zeigt die und die räumt die Regale immer leer, deswegen bleibt für uns nichts mehr übrig. Ja, liebe Grüße an dich und ja, ich werde die jetzt mal testen. Oh mein Gott. Also die sind echt, echt, echt gut. Also wer Karamell liebt, liebt das hier bestimmt auch. Wie gesagt, das in Vanille habe ich jetzt noch nicht probiert, aber ich denke, irgendwann darf dann auch mal eine Packung Vanille mit. Einfach auch, um die zu testen. Die Kamera habe ich jetzt aus einem bestimmten Grund zurückgeschoben, denn ich brauche jetzt ein bisschen Platz. Und zwar haben wir jetzt zu guter Letzt Wäschekörbe mitgenommen. Und zwar, ich habe einen eher unpraktischen Wäschekorb. Doch schon. Also wir haben einen rundlichen Wäschekorb, der ist aus Stoff und eigentlich sehr schön. Braucht halt wirklich viel Platz und einer steht jetzt schon
vor dem Badezimmer und einer im Badezimmer. Also ich habe immer getrennt weiße Wäsche und bunte Wäsche. Und eigentlich habe ich schon lange nach schmalen, aber trotzdem schöne Wäschekörbe gesucht und nie die perfekten gefunden. Und ja, jetzt sind sie halt aus so einem Material, war jetzt nicht unbedingt mein Wunsch. Aber von der Art her und das Design finde ich auch ganz okay. Und vor allem die Größe hat es mir jetzt angetan und um den Preis habe ich mir gedacht, nehme ich die jetzt einfach mit. Und zwar sind das eigentlich so ganz schmale, die man auch gleich nehmen kann und zur Waschmaschine damit gehen kann. Ja, die haben wir jetzt zweimal mitgenommen und ich hoffe, das passt jetzt ganz gut ins Bad und werde das jetzt dann gleich hinstellen. Also ja, bin eigentlich ganz glücklich über diese Dinger, jetzt so etwas gefunden zu haben. Natürlich sind sie jetzt nicht so, tja, mir hätte eine aus Holz besser gefallen, aber die sind wirklich schweineteuer und vor allem, wenn man sie sehr schmal braucht, braucht man sie sehr hoch, damit auch wirklich Wasser reingeht. Ja, bla bla bla. Wie gesagt, ich habe einfach bis jetzt noch nicht die perfekten gefunden und die sind mir heute ins Auge gesprungen, deswegen, ja, dürften die auf jeden Fall mit. Tja, und das war's jetzt auch schon wieder mit meinem Action Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, denn ich würde mich wirklich sehr freuen. Bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal.